Hey Leute, FreeSADY am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal wieder mit Star Wars The Old Republic. Ich nehme den Part jetzt, am Anschluss des zweiten auf. Und ja, ich würde sagen, machen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Falls ihr den Part verpasst habt, schaut ihn euch nochmal an und lasst vielleicht eine Bewertung da. Das habe ich mir nicht am Ende des Parts vergessen zu erwähnen. Und ja, also, übrigens habe ich schon im zweiten Part angefangen zu sagen, dass ich hier manchmal mit der Map im Screen rumlaufe, weil wenn wir uns jetzt hier bewegen, seht ihr, die ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen transparent und so weiß ich halt immer, wo ich hingehe, aber sehe trotzdem noch, wo ich halt hinlaufe, dass ich nicht vor einer Wand oder so laufe. Da, so gehe ich mir nicht manchmal rum, damit ich halt sehen kann, wo ich hingehe. Ich hoffe, ihr findet das nicht so schlimm und ja. Also, gehen wir mal dahin. Und geben die Quest ab. Wir sollen ja mit jemandem reden, glaube ich. Ich sage ja nur, dass ich an ein paar Missionen teilnehmen möchte. Ich kann schon ziemlich gut mit dem Blaster umgehen. Alles ist besser, als hier mit dir und unserer Ausrüstung rumzusitzen. Nichts für ungut, Großer. Na, sieh mal an, wer da zurückkommt. Wie war's? Habt ihr etwas gefunden? Vex hat ein Datenpad in seinem Unterschlupf gelassen. Fantastisch! Herr damit, dann sehe ich mir an, was ich damit anfangen kann. Die Freude ist ganz auf meiner Seite, Großer. Sieh mal an, wer heute gut gelaunt ist. Hey, Brayden, wie war's in Nemrus Palast? Wird der Hutte unseren Jäger empfangen? Ich habe Vorarbeit geleistet, aber wir sind noch nicht so weit. Was hast du? Ein Datenpad aus dem Unterschlupf von Vex. Habe die Verschlüsselung in Rekordzeit geknackt. Seht euch den letzten Eintrag an. Dieser Vex macht ziemlich genaue Aufzeichnungen. Hier ist eine Rechnung für ein fairen Ticket, das er heute gekauft hat. Wir müssen schnell sein. Nur die Mutigsten schaffen es zur großen Jagd. Und Vex ist ein mutiges Ziel. Er ist ein Meisterschütze und absolut gnadenlos. Wie sieht's aus, Jäger? Bereit, Vex im Alleingang zu erledigen? Wenn ich Vex alleine erledige, behalte ich die Belohnung. Netter Versuch. Ihr arbeitet niemand umsonst. Alles wird gerecht in der Gruppe aufgeteilt. Wenn ihr sofort aufbrecht, könnt ihr Vex am Fährenhafen abfangen, bevor er entkommt. Bringt mir seine Erkennungsmarke als Beweis, dass ihr ihn ausgeschaltet habt. Alles andere könnt ihr behalten. Okay, wir haben hier Schuhe erhalten. Oh, die sind deutlich besser. Nice, okay. Gucken wir mal ins Inventar. Wo waren denn jetzt die netten Schuhe? Ah, hier, ne? Ja, okay. Sehr nice. Dann schmeißen wir hier mal die zwei Schuhe weg. Und das direkt auch. YOLO. Und wieder sortieren. Ich mache immer nach Qualität. Und ja, okay. Hä, wo müssen wir denn jetzt? Ah, nach da unten, okay. Lässt sich, denke ich, einrichten. Oh. Ich weiß gar nicht, ja, ich habe gerade irgendwie komischerweise ein bisschen gezittert. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, das passiert mir auch immer, auf das Gefährtenfenster zu kommen, weil wir noch keinen Gefährten haben, können wir es halt nicht öffnen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen als erstes... Nee. Sekunde. Doch, wir gehen als erstes zum Markt hin und reden mit der. Oh. Oh shit. Ich glaube, wir rennen lieber weg. Ja. Okay. Ah, wir können hier neue Skills erlernen, oder? Ich weiß gar nicht. Doch, wir können einen neuen Skill. Dann kriegt ihr die
Ja. Okay. Also wir kriegen... Wir haben jetzt gerade die Quest hier sozusagen gemacht und jetzt konnten wir einen neuen Skill erlernen, weil wir halt... Oh ja. Weil wir halt in der letzten... Ach, in der letzten Folge Level 2 wurden, können wir jetzt halt... Konnten wir jetzt einen neuen Skill erlernen. Ja. Jetzt müssen wir hier lang, um halt die zwei Quests hier oben abzuschließen. Ich weiß gar nicht, ihr seht glaube ich gar nicht meine Maus. Finde ich ein bisschen komisch und schade, aber vielleicht lässt sich das nochmal einstellen. Ja, wenn ich jetzt auf meinen zweiten Bildschirm irgendwo draufklicke, dann schließt sich das Spiel, deswegen werde ich es erst nach der Aufnahme machen. Okay, ich würde sagen, erst hier, das ist eh näher dran. Dann reden wir mit dem krassen Typen. Spaß. Okay. Ha, hat Gianna euch angeheuert, um ihren Sohn zu retten? Sie sagte, ihr wärt schon unterwegs. Hört zu, ich zeige euch ihren Mann. Aber mehr auch nicht. Er wirkt nervös und ich werde nicht meinen Hals riskieren. Ihr dürft verschwinden, aber kommt mir nicht in die Quere. Das weiß ich zu schätzen, wirklich. Hey, hey, Kendro! Jemand will mit euch reden. Kenne ich euch. Was wollt ihr von mir? Ich bin hier, um euren Sohn nach Korriban zu bringen und euch zu töten, wenn es sein muss. Meine Frau ist so entschlossen, aus unserem Sohn einen Sith zu machen, dass sie jemanden schickt, um mich einzuschüchtern. Ich war einst Akolyt an der Akademie auf Korriban. In der Sith-Akademie gibt es kein Scheitern. Wer es nicht schafft, der stirbt. Ich war klug und floh, bevor sie mich ausschalteten. Und eher sterbe ich, als zuzusehen, wie mein Sohn von diesen Sith-Hunden lebendig verspeist wird. Lasst mich mit meinem Sohn fliehen. Sagt meiner Frau, dass ihr mich überredet habt, eine Fähre nach Korriban zu nehmen. Sie wird keinen Verdacht schöpfen. Ich würde sagen, wir müssen das ja leider nehmen. Und wir sind halt nur auf der dunklen Seite. Deswegen will ich jetzt einfach mal das aus. Euer Sohn geht nach Korriban und daran könnt ihr nichts ändern. Ah, verdammt! Ihr Papa! Geh zurück zu deiner Mutter. Vergiss, was du hier gesehen hast. In Ordnung? Ich gehe jetzt nach Hause. Das war... Ach, egal. Nicht meine Angelegenheit. Okay, haben wir das Ganze jetzt hier geschafft und gehen halt eben noch hier schnell hin, weil wir jetzt hier direkt jetzt schon näher sind. Und ja, ich hoffe, das Ganze doch ein bisschen Action. In dem Spiel geht es halt größtenteils um Story, aber spätestens ab Level 5, sage ich einfach mal, oder ab Level 10, geht's dann halt auch schon heftiger los. Aber jetzt, hier sehen wir auch, es wird jetzt hier schon genug gekämpft. Also ich denke, das ist für euch einigermaßen, ja, gut. Was ist das? Blaster. Der ist besser. Nehmen wir ihn doch einfach erstmal. Ja. Den können wir halt nicht modifizieren, aber ich denke, dass... Also man kann halt die immer mit Farbkristallen und anderen Sachen modifizieren. Bestimmte Waffen. Ja, oh, wir sind schon Level 3, nice. Wir machen wirklich gute Fortschritte. Jeden Part ist jetzt ein Level. Das wird sich aber spätestens ab Level 5 oder 4 oder so drastisch ändern. So, okay. Nehmen wir da den Drop auf und gehen schnell hier hin. Also hier hin. Oh, wir müssen die hier eben noch killen.
Also, das sind ein paar zu viele Mobs, aber ich glaube, naja. Also, jetzt haben wir halt die Bonusaufgabe geschafft. Ihr seht, manchmal ist es besser, die Bonusaufgabe zu machen, weil man dann halt, weil man dann halt, ja, mehr EP bekommt oder so, keine Ahnung. Aber manchmal ist es halt sinnvoll, die Bonusaufgabe zu machen. Aber manchmal auch nicht. Vor allem, wenn man nicht an den Gegner vorbeikommt. Dann wäre es die einzige Möglichkeit wegzurennen und das muss man ja nicht tun. Und wir sprechen mal mit ihm. Was ist das? Eine Art Gesetzeshüter? Ich hätte nie gedacht, dass der schneidige Wächs einem brutalen Vollstrecker in die Falle geht. Wenn ihr das imperiale Gesetz brecht, müsst ihr dafür bezahlen. Ha! Aber ich weiß etwas, das ihr nicht wisst. Wex ist kein gewöhnlicher dahergelaufener Schläger. Oh nein. Wex ist der schnellste Schütze der Galaxis. Wex kann euch die Ohren so schnell abschießen, dass ihr euch nicht einmal mehr schreien hört. Zeigt's mir. Betrüger! Oh, wir müssen kämpfen. Okay. Okay. Ach Mann, ich möchte endlich meinen neuen Skill einsetzen. Ich habe den ganz vergessen einzusetzen. Aber naja. Jetzt haben wir ihn halt easy gekillt. Was? Okay. Haben wir jetzt den Drop aufgenommen? Wir sollten ja diese Erkennungsmarke nehmen. Haben wir getan. Ja. Und dann gehen wir wieder zurück. Beziehungsweise, wenn wir auf dem Weg noch schaffen, eine neue Quest zu machen, dann machen wir die eben. Da geht das schon easy. Okay. Was ist das eigentlich? Ich check das nie. Aktiviert das Jetpack. Ach so. Okay, also das machen wir dann halt. Den Skill können wir jetzt noch nicht einsetzen. Also können wir schon, aber wir haben jetzt gerade keinen Gegner. Den möchte ich mir nicht gerne mal ausprobieren. Habe ich aber gerade vergessen. Okay, sorry, wenn ich die Karte mal an- und ausmache, aber das ist so Gewöhnungssache. Mich stört es persönlich nicht, ich hoffe euch auch nicht. War wieder Tutorial. Ja, schön, ich weiß, dass man chatten kann. X. Okay. Kann man hier nicht... Ah, wir können ja hier angreifen. Ich glaube, wir müssen viel, viel näher ran. Ah, nice. One it. Okay. Easy. Okay. Ja. Kann hier gerade gar nicht so viel zu kommentieren. Sorry dafür. Aber ja. Also. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ja, wir sprechen mal mit ihr. Danke, dass ihr meinen Sohn zurückgebracht habt. Ich weiß nicht, was mit meinem Mann geschehen ist und es ist mir auch egal. Bald wird Siam in einer Fähre nach Korriban sitzen. Ihr tatet, was notwendig war. Wir sollten jetzt abrechnen. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Siam mag mich dafür hassen, dass sein Vater tot ist. Aber wie ich höre, bringen Hass und Trauer gute Sith hervor. Okay, also nehmen wir die Belohnung an. Und wie schon gesagt, nicht jetzt wundern, dass ich immer... Oh, wieder labern die. Also, nicht wundern, wie schon gesagt. Ich mache das nur, also ich gehe nur auf die Credits aus, weil, ich kann mich nicht konzentrieren auf das Reden, wenn die da labern. Also ich gehe nur auf die Credits aus, weil ich Kopfgeldjäger bin und die auf Credits nur mal ausgehen. Wenn ich jetzt ein Jedi bin, dann sage ich natürlich immer, nicht töten und alles. Wenn ich ein Sith bin, sage ich töten, töten, töten. Wenn ich Kopfgeldjäger bin, sage ich Credits, Credits, Credits. Ich passe mich halt immer der Klasse an mit meinen Antwortmöglichkeiten, deswegen ja.
Gehen wir mal hier rein und lassen die Sequenz abspielen. Ja, mein Internet. Geil. Okay. Hey, Kollegen, ich bin Jory Brayden. Was ist passiert? Ist der alte Mann... Jemand wird dafür bezahlen. Nein. Der alte Mann ist wirklich tot. Aber er war verdammt. Wartet. Ihr hattet etwas damit zu tun. Bist du verrückt? Warum sollte ich sie töten? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es ist nur... Ich kenne Brayden schon seit Jahren. Ich weiß, dass ihr keinen Grund hattet, ihn zu töten. Ich kann nur nicht fassen, dass er fort ist. Es ist nie einfach, Freunde sterben zu sehen, Marco. Ich habe nie gedacht... Aber ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich habe mit Jory ein Überwachungssystem in diesem Raum installiert. Alles, was hier passiert ist, sollte aufgezeichnet worden sein. Stellt den Monitor an. Mal sehen, wer das getan hat. Verdammt. Jemand hat die Aufzeichnung beschädigt. Teile davon lassen sich aber noch abspielen. Also los. Eine Bewegung und ihr seid tot. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, zieht ihr euch langsam und vorsichtig zurück. Oh, ich weiß ganz genau, was gut für mich ist. Die große Jagd zu gewinnen wird nicht nur gut, es wird großartig. Nach meinem Sieg wird der Name Taro Blatt in der ganzen Galaxis bekannt sein. Und ich berechne extravagante Preise für meine Dienste. Nicht wahr, Selin? Die höchsten in der Galaxis. Nur die reichsten der Reichen werden sich eure Dienste leisten können. Taro Blatt, ich habe von euch gehört. Vor 10 Jahren wurdet ihr bei der großen Jagd beinahe von den anderen Mandalorianern verkrüppelt. Ach das, das war nur ein Missgeschick. Dieses Mal werde ich gewinnen. Und das wird um einiges leichter, wenn meine Konkurrenz nur noch aus meinen mandalorianischen Gefährten besteht. Dieser Twi'lek-Vibro-Klingenmeister von Ort Mantell? Erledigt. Der Chess-Droiden-Konstrukteur mit der Vorliebe für Sprengstoffe? Erledigt. Jetzt muss ich nur noch euren Schützling ausschalten. Kunta Chuta, Kasuya Likunira, Kanki Kum. Das ist ein Irrtum. Die Regeln verbieten lediglich das Töten eines Konkurrenten, bevor die Zeit gekommen ist. Deshalb sind die erwähnten aufstrebenden Talente auch noch am Leben. Ich habe sie nur aus dem Rennen genommen. Und wie bremst man einen anstürmenden Gundark, Selin? Indem man ihm seine Beine wegschießt. Indem man die Crew des Neulings beseitigt. Ich warte derweil draußen unschuldig und nichts ahnend. Jory, erschießt dich! Zu spät, alter Mann. Dieser Mistkerl. Er hatte nicht einmal den Mut, sie selbst zu töten. Seine Schergen haben es für diesen Feigling getan. Das Großmaul, das dafür verantwortlich ist, behauptet, er sei Taro Blatt. Er ist eine große Nummer, selbst für einen Mandalorianer. Taro Blatt hat von Anfang an Aufsehen erregt. Es heißt, dass sich alle gegen ihn verbündet haben, als er bei der großen Jagd mitgemacht hat. Wir werden den Kerl finden, Marco. Er muss sterben. Der alte Mann hat immer gesagt, dass man Köpfchen braucht. Man muss zuerst seinen Feind kennenlernen und dann seine Schwachstelle angreifen. Taro Blatt ist bei der letzten großen Jagd nur knapp mit dem Leben davongekommen. Er war jahrelang ans Bett gefesselt. Ziemlich üble Verletzungen. Wenn Blatt wirklich die große Jagd gewinnen will, ist unsere beste Chance, ihn zu kriegen, dass wir euch eine Teilnahme verschaffen. Ich werde ganz Hutter niederbrennen, wenn ich so Braydens Mörder finden kann. Ich danke euch dafür. Brayden war wie ein Vater für mich. Er hat so etwas nicht verdient.
genauso wenig wie der arme, gierige Jory. Das Problem ist, dass Brayden unsere gesamten Credits ausgegeben hat, damit wir hierher kommen. Wir sitzen auf diesem blöden Planeten fest. Nemro der Hutte ist der einzige Verbrecherboss in der Gegend, der genug Einfluss hat, um euch bei der großen Jagd zu unterstützen. Wir brauchen ihn jetzt dringender als je zuvor. Wenn niemand weiß, dass Brayden tot ist, sollte ich eigentlich ein Treffen mit Nemro für euch arrangieren können. Dazu werde ich so ziemlich jeden Gefallen einfordern müssen, den ich kann. Und ich brauche die Erkennungsmarken von euren Zielen. Das sollte für zwei Beerdigungen reichen. Ich kannte sie nicht gut, aber ich würde ihnen gern die letzte Ehre erweisen. Dazu haben wir keine Zeit. Ihr müsst sofort zu Nemro. Brayden würde es verstehen und Jory würde... Alter, wie lang geht das denn? Ich habe getan, was ich konnte, um euren Ruf aufzubauen. Aber nun müsst ihr sogar noch beeindruckender sein. Nemros Feinde lauern überall in der Stadt. Schaltet ein paar von ihnen aus, bevor ihr zum Palast geht. Das wird dem Hutten gefallen. Nice. Die ist wirklich nice. Also schon eine heftige Story. Ich find's aber ganz nice. Ja. Sehr nice. Okay. Also ich würde sagen, das war es jetzt eindeutig von diesem Let's Play. Der Film zum Schluss ging halt etwas länger, aber ja, kann man nichts machen. Hoffe, ja, dass ihr alle... Ich freue mich immer, wenn Leute bis zum Schluss gucken. Falls ihr es wirklich geschafft habt, dann schreibt doch mal, keine Ahnung, ich bin cool in die Kommentare oder so, was weiß ich. Oder so, oder schreibt einfach, ich hab's bis zum Ende geguckt oder so in die Kommentare. Ja, also dann Dankeschön fürs Zusehen. Wäre nett, wenn ihr den Part bewertet, wenn er euch gefallen hat. Und wenn nicht, dann wäre es nett, wenn ihr eine konstruktive Kritik äußert. Und ja, dann bis zum nächsten Video und ciao.